Okay, willkommen zu Zelda 3 und wieder mal an Bord sind natürlich Captain Heddy und Leutnant Sirax und Smoothie Schmack, es ist auch da. Der Smoothie. Und willkommen zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Genau. Mit viel Kokolores. Gott, da sind sie schon wieder, die drei da. Der Kokolores, Bruder. Der Schwiegelpaters. Drei vorne, danke. Jo, 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 jo. Kommt er mit dem Boomerang weg. Wo ist denn der Hookshot? Ah, da ist er. Oh ja, der Hook, den nehme ich. Der Captain Hook. Captain Cook, guck. Ja, Captain Morgan. War ein richtiger Captain. Der Captain, wie er da posiert mit seinem Stütz. Übrigens, diese komischen Kanonen schießen erst dann, wenn man mit dem Schwert zuhaut. Ach, was. Das habe ich damals durch Zero erfahren. Ach ja, ich hab bei Learning of Learning with Doing hier. Learning mit dem Doing. sehe ich da auch einen Cock, der nach unten zeigt, oder ist das jetzt bloß bei der Fantasie? Das ist ja so seine Fantasie. Für wie viele Jahre war das Spiel freigegeben? 6? Hat das überhaupt eine USK-Freigabe? So ich weiß es gar nicht. Es ist so lang her. Bestimmt ab 6. Ich guck mal. Und da ist einfach mal ein Cock abgebildet. Bitte. Interessante Frage. Ob da ein Cock ist? Achso. Ob da ein Cock ist? Da muss ich ja jetzt mal bitten. USK ab 6, PG ab 7. Die beste Freigabe ist ja immer ab 0. Das ist immer beste. Ja, die Märchen hier. Direkt aus der Nabelschnur abgetrennt. Und schon zocken und gucken. Ja, das ist doch ein Cock da. Das sind die Eierstücke. Oh Gott. Oh, das sind wieder Dämonen hier, unfassbar. Hallo! Ja, guck du so Bass! Bei des Schmackes, da geht es halt nicht anders. Was? Noch Eier, noch mal Eierstücke. Noch ein Cock. Was hat sich da Serax da wieder gedacht? Was denn? Ich sehe das, ich sah und ich hab gesagt. Ah, jetzt kam er sein Fabeltraum. Jetzt kam er sein Fabeltraum. Was mein Fabeltraum? Oh nein, sein nicht den. Ah, nein, hör mir auf mit dem Raum da. Also, das ist mein Lieblingsraum in A Link to the Past. Ich muss oft gestehen, das ist mein Lieblingsraum in ganz Zelda. Na, ist auch lecker. Mhm. Besonders, wenn man alles in einen Arsch reinfliegen muss. Aber der Schwackes, der kennt es ja auswendig und ich kenne es auch mittlerweile auswendig, also von daher ist ja das. Oh, ich finde, so schlimm ist der Raum eigentlich gar nicht. Ja, aber ich empfand es halt blind. Das war der Ruhm auf Doom. The Ruhm auf Doom. Jetzt kommt der Spitzfindigkeit. Ja, hier der Wasserläufer und die Bowser-Schranke hier. Was macht sie hier? Da hat der Pöller nicht um hier switcht. War da einer oben? Nein. Dann würde ich zurückgehen, den mal triggern und dann zu und dann wieder in den einen Raum. Da hier wieder der Cock hier. Das ist so nervig, wenn man das nicht weiß. Ja. Nur ein bisschen.
Dass man den einfach so hitten kann, das wusste ich damals nicht. Wallhack hier. Ja. Spack, jetzt hat das Spiel gehackt. Das ist schlecht. Aber für damalige Verhältnisse, wo man noch so ein kleiner Bub war, waren die Rätsel schon manchmal knifflig, ey. Das stimmt. Um auf so ein paar Sachen zu kommen, weil früher wusste man ja, das ist man das ja nicht gewohnt gewesen. Da wurden ja die Spiele erst so langsam komplex. Kein Internet. Ja, eben. Und jetzt so ganz kryptisches Zeug wie bei den Nintendo-Spielen früher, war die ja nun auch nicht, aber. Du hast Glück, wenn du beim Magazin aber zusammen. Ich sag nur Zelda 1, wenn man das nicht weiß, dann kommt man wirklich nicht drauf. Oder Simon's Quest da mit der Tornado da in der Wand knien und so ein Scheiß. Ja, hör mir doch auf. Nö, leck mir aus! Leck mir aus! Ich kann drauf kommen. Ja. Da war das eigentlich noch cool gemacht hier, das war richtig gut. Durchdacht. Mhm. Durchdachtes Level-Design! Da gab's noch Anspielungen drauf. Ja, du könntest irgendwie und ja. Irgendwie ist es doch möglich und dann, ja, kannst du es doch. Oh, jetzt ja, der Master-Schlüssel hat hier mit beiden Händen umgriffen. Warum muss eigentlich Link immer alles hochheben, was er findet? Ich weiß es nicht. Das ist richtig geboren. Und hebt ihn auf. Der Hände hat ihn ja voll verarscht und hat gesagt, ja, du kannst es gern hochheben, wenn du magst. Ja, das war die Ironie. Da kommt der Feuerstrahl. Da kommt der gelbe Strahl. Och, da hat sie ja seine Freude mit gehabt mit dem Feuerstrahl. mit dem Mittelstrahl. Und Hochschuss. Boing, der Enterhaken, er dehnt sich aus. Ja, boing. Genau. Boing. Dann kommt er raus. Zieht sie raus oder zusammen hier? Ja, da schießt er hier aus der Hüfte raus. Er dehnt sich aus, wenn es warm ist und zieht sich zusammen, wenn es kalt ist. Jetzt wird nicht mehr kinderfreundliches Spiel. Jetzt eine Freigabe erstmal auf 16. Wie war 16? Ich glaube, das wollten die nicht mal so eigentlich. Da hab ich nichts verstanden. Boing, da kommt er raus. Boing! Knallt er einem erst. Da haben sich die Japaner verschätzt. Ah ja, mit dem Haken kannst du auch leichte Gegner hitten. Und Stun. Und Stunden, genau. Der ist eigentlich viel sinnvoller, der Hookshot, ey. Ja, ich lieb den Haken, genau! Boing ins Gesicht, einfach mal den fetten Haken rein. Das ist wie der Wire von Mega Man. Ja. Wie die Metal Blades. Nur viel besser. Oh, so tricky hier. Ja, was brauchst du da noch einen Kompass, ey? Wenn du so weit bist, ey. So bescheuert. Ja. Da muss ich jetzt mal laut werden. So jedes. Ich dachte früher immer, diese Kanalgitter, die könnte man auch noch irgendwie aufmachen oder sprengen oder so. Aber das waren die Illusionen von früher. Da war man noch naiv. Wir hatten leider nie A Link to the Past früher. Und das fand ich irgendwie voll scheiße. Beziehungsweise, ich find's immer noch voll scheiße. Das Lustige ist an dem Haken, wenn die quasi einen Stromstoß machen, ist scheißegal, ob du da mit dem Haken kommst oder sowas. Die können dich dann einfach nix. Lol. Ja. Du kannst die quasi dann hitten, obwohl die einen Stromstoß machen. Außer die Kleinen, die kann man kacke treffen. Ja, aber trotzdem. Viel besser. Ja, richtig Luxus. Richtig Luxus hier. Ja, jetzt hier die Reflexe hier. Jetzt probier! Wie was? Einfach reinrennen, ey, Batz! Oh, jetzt zieht er hier kommt der graue Kock aus der Wand hier. Jetzt zieht er die Stöpsel. Jetzt hat er das Badewasser abheben lassen. Ich finde es gut, dass Link kein. Da lässt er keine lila Haare hat. Keine was? Also ich glaube, hier laut Fein hat er lila Haare, glaube ich. Das hier hat er pinke Haare. Nicht lila, sondern so ein rosa, pink. Ja, das ist irgendein Fehler. Ja. Irgendwie so ein. Ja, das haben sie bei Tomb Raider auch gesagt. Das ist ein Fehler. Die spitzen Bubis? Wer machen keine spitze Bubis? Jetzt müsste The Force eigentlich wieder kommen hier. Wenn es um das Thema geht.
Halt, stopp! Ja, der ist ganz schön lange weg hier. Wahrscheinlich wieder Lasagne, oder ist es doch kein Quickie? War Link gerade irgendwie oberhalb der Treppe oder hab ich mich gerade verguckt? Achso, vielleicht hast du dich reingeglitscht und du hättest dich. Ja, hab's gerade gemerkt. Das war ein Glitch. Er stand gerade irgendwie oberhalb der Treppe anstatt. Echt? Du hättest dich eigentlich fast überall hin bewegen können. Zero hat ja mal in einem Livestream das gemacht. Da hat er das Spiel innerhalb von einer halben Stunde durchgespielt. Er hat, glaube ich, mit dir gewettet, Spaghess. Weißt du noch? Ich wag mich zu erinnern, dass es da was gab, ja. Ja, es war so ein 8-Stunden-Livestream. Ja, SNES Games. Ja, und da hat er das Spiel innerhalb von 20 Minuten durchgespielt. Er hat auch Earthbound gezockt an dem Tag, Abend. Komplett? Nee, hat's glaube ich nur angespielt. Ich weiß gar nicht, ich kenne gar nicht Earthbound. Ich kenn's, es gibt ein NES-Game davon und SNES und alles Mögliche. Ich meine auch, dass es ein Gameboy-Game davon gab. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube Gameboy Advance oder so. Oder Gameboy Classic? Ne, Gameboy Classic glaube ich nicht. Bin ein Color. Jetzt der Sekretraum hier. ja, der. Basti, du nimmst allen zuschauen! Ah. Ja, Sheetmaster hier. Ich hab den Haken richtig lieben gelernt. Damals habe ich es nicht begriffen, was ich eingesammelt habe. Boing! Ja, boing! Und dann geht das Tod ins Gesicht. Ja, so muss das. So muss das. Oh, jetzt kommt der Button Smasher. Ja, hier der Haken. Erstmal hier resetten. So hier. Ja! Klack, 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 klack. Ja. Die blöden Wasserläufer hier. Aber in Super Mario Sunshine waren sie eigentlich ganz okay. Da konnte man super hoch springen damit. Ja, mit Bomben wird's hier nichts hier, easy spacey. Das ist geschmackslos hier. Da lootet er wieder. Ja, auf jeden Fall in meinen Augen ist der Haken tatsächlich der bessere Bumerang. Denn er macht tatsächlich auch mehr Schaden. Er macht überhaupt Schaden. Und er ist hier im Boss ziemlich hilfreich. Da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Ist aber auch sehr einfach, der Boss. Ja, der ist wirklich einfach. Diese Popcorn, ey. Ich habe das mal in eine Montage eingebaut, aber leider gibt's die Montage nicht mehr, weil mein PC hops gehen musste. Richtig hardcore hier. Muss wie man Final sagen wird, das ist nur Hitchhopper. Das ist Basta echt Hitchhopper. Musste mal ein Zelda 3 Hack spielen. Habe ich mal angetestet, ey. Der erste Dungeon geht noch, aber danach wird's echt richtig knifflig. Kosho. Meinst du jetzt Schattenwelt oder Lichtwelt? Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich guck mal, wie der Hack heißt. Ich kenn das den vom Gameboy, den er mal gezockt hatte. Wenn du ihn gefunden hast, dann schick den mal. Würde mich interessieren. Dann müssen Parallel Worlds hier sein, glaube ich. Ja, genau. Parallel Worlds. Genau. Oh, jetzt wird er fickerisch. Parallel Worlds. Jetzt wird er feucht. Nee. Das ist jetzt der Boss. Ohne Scheiße, die zweite Form ist sogar noch leichter. Es gibt Parallel Worlds und Goddess of Wisdom gibt's auch noch. Was war's?
Also ich habe ihn damals den Gaylord getauft. Ich weiß auch nicht, weil sein Dungeon einfach scheiße war und er einfach eine Null war. Der Gaylord, hier. Ist hier der Board 7 Effekt? Wie? Ach, das war eine Board 7 Effekt, stimmt, ja. Ja. Jetzt, jetzt kommt der Feminine. Und Link, ich danke dir. Das hast du den Clown der Monster befreit. Das Trifers erfüllt dem Sebulet, solange er lebt, alle Wünsche. Deshalb mussten nur wenige von diesem goldenen Land, doch im Laufe der Zeit, wie auch dieses Wissen, nach und nach verloren. Erst nach Gen entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man in die Lichtwelt zurückkehrt. Denke daran, du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Wo der wahre Held kann diese Kräfte nutzen, suche die Teleporter, den es gibt. Nicht nur auf dem Todesberg, wandere so von Welt zu Welt, um Bösewicht zu finden. Du bist der Einzige, der gerne bezwingen kann. Wir vertrauen dir. Hast du alles verstanden? Sadiraut. Ja. Möge der Weg des Helds zum Trappers bin. May the Force be with you. Weißt du, anstatt da hier die Schnalle bumst? Hallo, die ist im Kristall drin. Ja, aber... Hallo. Der Serax durchbricht... Das ist keine Ausrede hier. Durchbricht den Kristall mit seinem Kokone. Ach, Serax Lieblingstempel. Welcher? Welcher war der dritte denn nochmal? Meinst du jetzt den im Wald, oder? Oh ja, ich meine den Wald. Ach, den hasse ich auch wieder, aber man kann auch den vierten zuerst machen. Den in der Stadt. Da war, ja, tatsächlich kannst du das. Ja. Indem du einfach etwas. Ich möchte jetzt nichts verraten, aber. Liebe Spieler, bitte jetzt. Ne, der Schmackes muss auch mal jetzt hier was machen. Nicht wenn du musst, der Schmackes es sein. Nicht immer nur mit den Stützrädern hier. Stimmt, man kann ihn dann doch zuerst machen. So hätte man natürlich ein bisschen mehr Life. Force. Das habe ich nicht gesagt. Obwohl der Dungeon eigentlich in der Stadt etwas teils auch behindert ist. Obwohl, ich mag den Gegner aber irgendwie. Du meinst jetzt Flintstone-Kack hier, der. Blind. Der blinde Flintstone. Der heißt Blind. Ach, er heißt er Blind. Ich habe gedacht Flint. Warum Flint? Flintenne halt. Hä? Jetzt reicht es. Nee, hieß er nicht Flint? Hallo? Warte mal. Ich weiß es gerade nicht. Blind ist das. Ach so, Ben. Ach ja, Blind, richtig. Ja, was du meinst. Ja, vielleicht hieß er auch von Netbons anders. Nein! Eigentlich von Zelda ein Manga? Ja, gibt es. Echt? Es gibt Zelda-Mangas. Ich habe sogar einen hier zu liegen, zwei Stück. Mit so einer großbrüstigen Zelda oder? Ihre. Ja, auch von The Link to the Past? Auch ja. Oh, da muss selbst von Force Word gibt es Mangas. Ja, das kenne ich nicht. Die sind schon cool, ich habe mal reingeschaut. Sind schon lustig. Selbst von den Kingdom Hearts gibt es Mangas. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, die Fürze des Königreichs. Soll es denn generell mal von so ein paar geilen Rollenspielen entweder mal ein Manga oder ein Anime machen, ey? Eher Suikoden oder Grandia oder Breath of Fire oder irgendwie sowas. Das wird sich doch, das wäre doch prädestiniert dafür. So richtig lecker. Da können sie was machen. So richtig lecker am Doppeldecker. Ja, richtig. Ja, lecker. Oh, das kenne ich ja hier noch gar nicht. Über den Friedhof? Das ist die Serax-Höhle. Das ist die braune Höhle. Oh, hier, guck mal. Jetzt kennst du es.
Stimmt, ich muss Zelda. Ich habe einen Save-State geladen, den ich vor elend langer Zeit mal gemacht habe. Und zwar vor einem gewissen Boss, den ich aber nie genutzt habe. Und plötzlich habe ich den geladen, weil ich gemeint habe, ja, ich habe bei der letzten Aufnahme einen Save-State. Ja, ich glaube, ich entsinne mich, wen du meinst. Und, ganz ehrlich, dann habe ich erst mal 5 Minuten gedacht, was für ein Scheiß. 5 Minuten lang. What the fuck? Das sind bestimmt 3. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Das ist nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, das lohnt sich. Da will der Force der Schwein. Ich warte dir etwas. In der Pyramide traf ich eine echte Schönheit. Der Eingang ist aber versperrt. Normale Bomben richten an nichts aus. Schade. Erstmal hier Doppel-D. Dann brauchst du schon richtige Bomben. Ja, und hier machen wir einen Cut rein. Das war's für heute von Zelda Link to the Past. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh.